In dem Video geht es um diese kleinen EDC-Teile da. Also ich habe da exemplarisch von Leatherman und Gerber was da. Und wenn du wissen willst, was ich davon halte und ob die sinnvoll sind oder nicht, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Osten vom Survival Shop Problem mit Kunst. Schön, dass du dabei bist. Mini-EDC-Teile, die man sich zum Beispiel auf den Schlüsselbund hängen kann oder die selbst ein Schlüsselanhänger sein können. Und ich mag da ganz einfach einmal ein paar Sachen vorstellen. So, das hier, das ist das Leatherman Bratzer. Oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Vielleicht magst du das schreiben, wie man das Praiser oder wie auch immer man das ausspricht. Vielleicht, wenn das jemand kann, schreibt man das unten dazu. Auf jeden Fall, da ist hier eine kleine, ja, ich sag das jetzt mal so, Klingenteil drauf oder Hebel. Dann das ist gewählt, damit man es anscheinend besser halten kann. Dann da ist so ein Flaschenöffner und für genau diesen Sechskant-Schrauber gedacht. Und das da ist vielleicht, weiß ich nicht, um einen Nagel umzubiegen oder rauszuziehen, wobei... Und auch wahrscheinlich für einen Sechskant für unterschiedlichste Größen, deswegen das ein bisschen, ja gut, wie auch immer. So, das ist einmal das eine. Das ist eine halbwegs scharfe Kante dabei, um den Feuerstahl zu bedienen. Ja, hier an der Stelle und das ist einmal okay. Und ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Dann bleiben wir gleich bei der Firma Leatherman. Das ist dieses Tool hier. Also wenn du einen Sechskant hast und der passt genau da rein, dann hast du Glück gehabt. Da kannst du Flasche aufmachen, dann kannst du es als Schlüsselanhänger verwenden. Es steht ganz groß drauf, not for clamping, also nicht fürs Klettern. Schätzt, dass das bedeutet. Es ist keine scharfe Kante, also nichts Feuerstahl bedienen und wiegt nichts und ist in Ordnung. Und dann von der Firma Gerber, Gerber, steht eh ganz groß drauf, dieses nette Teil hier. Da haben wir einen Nagel. Umbieger, Rauszieher, ein vielleicht ein kleines Brecheisen, dann da kann ich eine Flasche aufmachen, da weiß ich nicht, kann man sicher auch irgendwas umbiegen, umknicken und das lässt sich vielleicht hier, dieser Teil da, der lässt sich, tut mir leid, das ist halt immer ein bisschen unscharf, ich muss da meine Hand hinhalten, damit das scharf wird, ein Schlitz, ja, unterschiedliche Schlitze und da kann man einen Kreuz aufdrehen. Ja. Und ich kann dieses Spiel endlos weiterführen. Ich habe ein paar andere auch noch, die habe ich aber jetzt momentan nicht hier bei mir. Und das ist alles eins. Und meine Meinung zu diesem Teil ist, es ist besser als nichts. Es ist wirklich besser als nichts, aber ich muss da auch was sagen. Ich habe einige von diesen Teilen. Aber wirklich brauchen, so wirklich brauchen konnte ich noch keins. Mit dem hier kann man zumindest das Paket aufschneiden, weil wenn du das siehst, da ist das so ein kleiner Schnabel drauf. Das ist nicht wirklich scharf, aber so ein Paket aufritzen ist das in Ordnung. Das geht ganz gut damit. Und okay, aber ich habe noch nie einen Sechskant mit sowas aufmachen müssen. Ich nehme da immer mein Leatherman, nämlich mein richtiges Leatherman-Tool. Aber ist ja okay. Ich finde sie nicht schlecht und es ist auch besser als nichts, wirklich. Es ist echt besser als nichts und ich will die jetzt auch nicht gar nicht schlecht machen. Das ist nicht meine Absicht. Bitte, 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 das nicht so zu verstehen, aber es ist ein Gimmick. Es ist nett und lieb und okay, aber so richtig rausreißen tut es dich auch nicht. Und jetzt wollte ich dich fragen, was ist da deine Meinung? Sagst du, Reini, ich sehe das auch so wie du oder sagst du, die sind voll toll und ich konnte die für das und das und das und das und das einsetzen. Da würde ich dich nämlich um einen Kommentar bitten und das mit uns zu teilen, weil irgendwie fehlt mir da einfach die Fantasie, ganz einfach. Ja. Also ich werde mit dem keine Tür aufbrechen können und auch da hier, ich behaupte, dass der einfach der Hebel einfach, ich behaupte es, ich weiß es nicht, aber für mich sind die Spielzeuggimmick nett und besser als nichts. Aber ich würde nicht mein Leben drauf verwetten. Kommentar, da würde ich mich freuen. Abo, Link zu dem Produkt findest du unten. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.